Foto-TV steht seit 16 Jahren nicht nur für Tutorials, Praxisfilme und Interviews aus allen Genres, die die Fotografie so zu bieten hat. Wir sind auch immer darauf hinaus, eure fotografische Weiterentwicklung voranzutreiben. Deswegen haben wir regelmäßige Bildbesprechungen mit unseren Experten, die wir bald sogar nochmal auf ein ganz neues Level heben. Bleibt dran! Hallo, ich bin Sebastian von Foto.TV. Wir haben in den letzten 16 Jahren, in denen Foto.TV existiert, einen großen Pool an Experten und Expertinnen angesammelt, die in ihrem jeweiligen Genre zu den Top-FotografInnen überhaupt zählen. Als bestes Beispiel ist da wohl Eberhard Schui zu nennen. Der langjährige Still-Life- und Werbefotograf ist seit Tag 1 wohl einer der Foto.TV-Lieblinge und steht uns regelmäßig für Bildbesprechungen zur Verfügung. Und um diese fotografische Weiterentwicklung geht es. Konstruktive Kritik von und durch Experten. Ihr, also unsere Foto.TV-Zuschauer und Community, bekommt nämlich die Möglichkeit, Bilder einzureichen, die dann im Livestream mit Eberhard besprochen und analysiert werden. Was findet unser Experte gut? Nicht so gut? Und wo kann man sich einfach noch etwas verbessern? Damit ihr einen Einblick dafür bekommt, habe ich einen Ausschnitt aus einer der letzten Zoom-Bildbesprechungen zum Thema Still Life mitgebracht. Ja, aber auch schön angeordnet. Also was mir wirklich gut gefällt bei diesen Fotos ist, dass das Gleichgewicht zwischen sehr vielen Details und Ruhe eigentlich sehr gut gehalten wurde. Dass also vor diesem Apfel da jetzt nur wirklich einer steht und dass das nicht überfrachtet ist mit Details, wo ich überall hingucken möchte, sondern ich bin wirklich, also der helle Apfel da links ist sowieso, finde ich, sehr gut. Und hier spielt sich das Bild ab im Zentrum und der Rest ist zwar mit Details behaftet, aber zieht meinen Blick nicht dauernd in alle Richtungen, sondern ich bleibe hier wirklich, sag mal, bei den Bauarbeitern. Das finde ich von der Bildaufteilung, das mit so vielen Elementen und einem so unruhigen Hintergrund so hinzubekommen, finde ich bemerkenswert. Jetzt begebe ich mich wieder ein bisschen, ich gucke gerade mal, Inspiration, geschwungene Steinplatte, ja, okay. Eventuell auf dünnes Eis, weil ich diesen Bereich hier, den finde ich wunderschön, ne? Den finde ich super. Also der hat für mich sowas, das schmecke ich richtig, das ist, da habe ich total Bock drauf, wenn ich jetzt einen Salat mache, so ein bisschen Kresse oder das abzuschmeiden, da so ein bisschen auf die Gerichte zu würzen. Und es gibt zu diesem Blickführung hier, also für mich ist das eindeutig mal das Mal, welche Farbe nehme ich denn? Blau. Das zieht so meinen Blick an, das hier zieht meinen Blick an. Und da bin ich voll bei dir, das ist total appetitlich und schön. Und dann geht mein Blick hier runter. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich an diesem Bild, was ich total stimmig finde, aber ich male das mal, ich gucke mal, ob ich das hier unten so ein bisschen dunkel kriege. Mhm. Immer ganz brutal da dran. Ich male das mal einfach schwarz. Und tu mal so, als wenn da vielleicht noch ein bisschen Spiegelung von der Glasplatte gewesen. Aber ihr seht jetzt schon, jetzt gibt es da keine Konkurrenz mehr zu deinem eigentlichen Objekt oder zu dem eigentlichen Bildmotiv. Ja. Auch der Hintergrund, dieses Unscharfe da hinten, super, das leitet mich und hält mich nur in der Kresse und in das Rote, weiß ich jetzt gar nicht, was es ist. Total da drin auf und ja, will ich auch haben und ich werde ganz sicherlich die nächsten Tage Kresse kaufen, weil mich das Bild gerade total inspiriert, so ein bisschen auch Kresse mal wieder zu schmecken. Ihr seht, durch konstruktive Kritik von den Leuten, die wirklich Expertise haben, kann man nur profitieren. Und da wir uns genau das bei Foto.TV zu Herzen nehmen, können wir euch an dieser Stelle von einem tollen neuen Konzept bei uns berichten. Ihr kennt Foto.TV als die Online-Filmdatenbank für Fotografie. Eine riesige Ansammlung von fotografischem Wissen auf unserer Plattform, gebündelt in fast 4000 Filmen von 15 bis 30 Minuten Länge. Damit ihr in Zukunft aber so wie in dem eben gezeigten Ausschnitt noch näher dabei sein könnt und eben auch regelmäßig mit unseren Experten in Dialog kommt,
werden wir wöchentliche Live-Seminare und Livestreams mit unseren Experten ins Programm nehmen. Dort seid ihr live dabei, wenn alle Fotothemen angesprochen werden und habt die Chance, danach in einen Dialog mit den besten Fotografen Deutschlands zu treten. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf fototv.de vorbei, registriert euch kostenlos und stöbert mit 5 Credits erstmal in unsere Filme rein. Oder testet uns eine Woche im Vollzugriff und wenn euch nicht gefällt, was ihr seht, haben wir eine 7-Tage-Geld-Zurück-Garantie für euch. Like gerne dieses Video, abonniert auch unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis demnächst bei fototv. Tschüss.